Herzlich willkommen bei Eshas Tarot. Ich möchte eine Liebeslegung machen für das Sternzeichen Waage für den Monat Oktober. Ich bin sehr gespannt, was ich da sehen werde, beziehungsweise was der Oktober für die Waage bereithält in Sachen Liebe. Okay, das wirkt wie so ein schicksalsschwangerer Monat für dich, liebe Waage. Da wird irgendwas passieren, was für deinen Lebensweg sehr wichtig sein wird. Also, wenn du Single bist, könnte das sein, dass du jemanden kennenlernst, der später noch wichtig wird. Wenn du in einer Ehe bist, dann könnte was passieren, oder in einer Beziehung, dann könnte irgendwas passieren, was dann später für euch wichtig wird. Das sehe ich aber noch. Oh, gut, da wird irgendwas geklärt. Irgendwas geklärt, irgendwas Fundamentales wird sich ändern. Irgendwie wird da vielleicht, weiß ich nicht, ihr habt da irgendwie ein Problem und diese Klärung wird tatsächlich so nachhaltig sein, dass es dich nachhaltig beeinflusst auf deinem Lebensweg. So gerade in einer Beziehung muss man ja manchmal Sachen miteinander ausfechten, auskämpfen, ausklamüsern. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall ist das eine wichtige Klärung und diese Klärung wird tatsächlich auch das Ergebnis, wird deinen Lebensweg beeinflussen. Ja, und das wird auch fruchtbar sein. Das ist ja richtig bedeutungsschwanger. Ich schaue jetzt nochmal, was ihr da klärt. Die Sterne. Also auf jeden Fall ist diese Klärung, steht unter einem guten Stern. Wenn ihr irgendwas zu klären habt, wenn ich irgendwas stört an deinem Partner, an deinem Herzensmenschen, egal was, ne, klär das im Oktober. Im Oktober habt ihr wahnsinnig gute Chancen, dass das in fruchtbare Erde kommt, das Ergebnis, und dass die ganze Nummer unter einem guten Stern steht. Ich würde sogar so weit gehen, um zu behaupten, der Partner ist offen dafür. Da ist so eine gewisse Sensitivität von der Seite deines Partners, um das dann auch wirklich umzusetzen. Beziehungsweise, wenn du Single bist, und da wird sich irgendwas in dir selber aufklären und du könntest jemanden kennenlernen. Und das steht unter einem guten Stern und dieser Mensch wird für dein späteres Leben sehr wichtig sein. Interessant. Ja, hier geht es wieder in was Ruhigeres rein. Also tatsächlich, wenn ihr irgendwie einen Konflikt habt, ne, der Oktober ist prädestiniert dafür, das zu klären, das endgültig aufzuräumen. Also wenn du irgendwie, ihr seid, sagen wir mal, eine bestimmte Zeit X zusammen und es gibt da ein Thema, wo ihr immer wieder Streit mit habt, im Oktober könnt ihr das endlich nachhaltig klären, abfrühstücken. Da könnt ihr wirklich den Deckel auf den Topf machen und dann ist das Problem fertig. Hier, so ein Monat wird das, liebe Waage. Ich schaue noch mal ein bisschen weiter. Ja, tatsächlich. Also das ist irgendwas in Sachen Liebe wird da geklärt, ganz eindeutig. Und da wird wirklich der Sack zugemacht in diesem Monat. Da wird der Sack zugemacht und das, wie gesagt, ist so bedeutungsschwanger, dass dich das für den Rest deines Lebens auch irgendwie beeinflussen wird. Und gerade hier mit dem Sechs der Schwerter, das wird dann wieder ruhiger werden bei euch. Also das Thema ist dann geklärt und dann könnt ihr wieder in was Ruhigeres reinkommen. Und ja. Und dann sehe ich hier wieder ein bisschen mehr Leidenschaft, ein bisschen mehr Feuer. Ihr seid nicht mehr so beschäftigt mit diesem Thema, was ihr klären musstet. Also wie gesagt, das ist hier hochspannend. Ich habe natürlich keine Ahnung, in welchem Bereich deines Lebens ihr da diese Klärung habt, beziehungsweise es wirkt wie ein Problem, was ihr immer und immer und immer wieder auf dem Tisch habt, was wirklich anstrengend ist, was ihr immer wieder klären müsst, was ihr gefühlt jeden Tag ansprecht. Irgend sowas, was immer in der Luft schwebt, was immer irgendwie euch beschäftigt, beziehungsweise dich als Single beschäftigt, dieses Thema. Da kannst du jetzt den Sack zumachen. Ja, ganz eindeutig. Das würde ich tatsächlich auch machen. Also das wäre schade, wenn du diesen Impuls liegen lässt, weil dieses Thema würde ich danach dann nicht mehr begleiten, weil der Sack zu ist. Ja, und da könnt ihr tatsächlich auch, ich gucke nochmal unter den Kartenstapel. Ja, Turm. Wird anstrengend, das zu klären. Das wird auch nochmal so eine kleine Erschütterung und so einen kleinen Blitzeinschlag geben. Das wird anstrengend, aber dein Partner ist offen dafür.
Dein Partner wird sich wahrscheinlich wahnsinnig unwohl fühlen in der Situation. Aber es wird nachhaltig sein. Der Sack ist dann zu. Und dann ist das Thema abgefrühstückt. Ja. Liebe Waage, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ne? Und bis zum nächsten Mal.